So, Reportagen hat ein weiteres 3-YouTuber-Dissen-Video hochgeladen. Diesmal nicht 3-YouTuber-Dissen in unter 3 Minuten. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon darauf reagiert habe. Wenn nicht, dann wird's Zeit. Ah, Reportagen hat einfach so 3-YouTuber gedisst, halt in 4 Minuten. Song produziert vom Black Rose Beats. Ja. Los geht's. War das Jasmin Ritter? Dankeschön. Kommen wir zu Rebecca Wing Reim auf Anakin. Ich stelle mir gerade die Frage, warum ist Anakin die Ausgeburt der Hölle? Das ist gerade die Frage, die ich mir da stelle. Thielan, Teaser wieder. Vagina. Aber ja, das mit dem Game Master und den Gurken, ja, das war wirklich peinlich. Das war so. Das war halt der ärgste Fremdschirm von Tilan. An sich bin ich froh, dass sie auf ihrem Kanal hin und weg ist, aber ja, was halt traurig ist, dass sie immer noch bei Rebecca Wang zu sehen ist. Ja. Es ist wirklich schwer zu sagen, beide sind halt mega dämlich. Wobei, ne, doch, Tilan. Warte. Ein menschlicher was? Das fand ich halt auch so richtig scheiße, wie die mehrere Videos darüber gemacht hat. Ein Video hat sie runtergenommen, also sie war trotzdem so blöd und hat mit anderen Videos weitergemacht und die sind immer noch online. Also das ist halt ein komplettes Format und da hat sie ein Video runtergenommen, weil dieses eine Video kritisiert wurde. Warte, Infobox. Ah! Da hat der Just Nero im I markiert. Okay, aber ja. Ich finde, die Frau ist halt wirklich ekelhaft. Bushido, was ist eine Fotze mit einem Gramm Koks? Nur eine Fotze mit einem Gramm Koks. Oder was ist eine Fotze in einem Livestream? Und dann Animus, einfach eine Fotze in einem Livestream. Was ist eine Fotze, die mit Leuten kommt? Und dann Bushido, einfach eine Fotze, die mit Leuten kommt. Das ist auch richtig geil. The fuck? Na, lass die Finger von den Drogen. Ich meine, hör doch die Hook an. Lass einfach die Finger von den Drogen. Ja, das war die Hook. Leon Mascher hatte nie wirklich Krebs. Endlich, darauf habe ich gewartet. Jetzt hat dich noch Mimi gefickt. Ja, beste Zeit. Ah ja, auf den einen Mimi-District gegen Leon Mascher. Das ist zwar ein bisschen älter, aber trotzdem, darauf muss ich auch noch reagieren. Das ist. Also ich habe den früher richtig gefeiert, keine Ahnung, wie es heute so wäre. Gesicht,
stand auf der Bühne und dann kam Gemüse. Lieber würde ich mir Sticks von... Hat da jemand eine Tomate auf Leon Marcher geworfen? Ehrenmann. Ja, da hat er ja das Lied, ja, da hat er ja, an sich hat er das Lied von Pietro Lombardi, keine Ahnung wie das heißt, ja, er hat es halt kopiert, ja, und Pietro Lombardi, der hat halt Despacito kopiert, so ja. Und das Tolle ist, beide Videos hatten eine Menge Aufmerksamkeit, beides kam in die Trends, wirklich traurig eigentlich. Ja, ja, das ist so. Ohne Scheiß. Ja. Irgendwie würde ich zu gerne Napo Red District sehen. Aber ja, ich weiß nicht, ob der jetzt wieder was, keine Ahnung, Schlimmes macht. Ich weiß, der ist wieder mit Leon Marcher im Kontakt. Was ich komplett dämlich von ihm finde. Ich finde das richtig dämlich. Ja. Wenn man glaubt, dass Napo Red aus seinen Fehlern gelernt hat und dann kommt er wieder in den Kontakt mit Leon Marcher. Smootube, hä? Tilan macht ja sehr, ich sag mal, kontroverse Videos, war sich dafür nichts zu schade, um Fame abzugreifen. Tilan hat hier Angst vor einem Diss-Track von Reportagen. Das ist geil. Das ist wirklich geil, dass Reportagen das hier einblendet. Grüße gehen raus an Smootube. Hat er sie WLAN genannt? Achso, ja, die ist dann ja. Die wohnt ja jetzt wieder in Deutschland, ja. Da. Und da sie ja ziemlich gehatet wurde, ja. Denkt sie sich doch, ja. Nee, lass dich doch lieber mit YouTube sein. Nee. Ja. Aber ist besser, wenn Tilan wegbleibt. Ist wirklich besser so. So ja, by the way, ich habe 2 Löschdich-Videos auf meinem Hauptkanal ApoBlu gemacht. Einmal Yo Olli Löschdich, einmal Tilan Löschdich. Und beide sind weg von dieser Plattform, also ja. Und Yo Olli wird wahrscheinlich demnächst auch ins Gefängnis kommen. Endlich. Verdient. Und ja. Tilan geiert halt auf dem Kanal von Rebecca Wing herum. Sind das für Titel? Wo bleibt dein Charakter? Du warst die asiatische Katja. Tilan, was geht in dein Kopf vor? Mehr Gesichter als Fluffy aus Hotmore. Hast alles gelöscht und jetzt machst du TikTok. Siehst du, na geh doch und das ohne Shitstorm. Doch wenn du Clickbait betreibst, ist dein Reportagen nicht weit. Habe ich schon gesagt? Ja. Starker Song, wirklich stark von Reportagen. Ich feiere es. So, okay, thanks, bye.